Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Heute am 25. Januar um 18.10 Uhr. Weiter geht's mit dem Amala-Labyrinth. Es gilt noch viele, viele Türen, viele, viele Schätze, XP-Linies rauszufinden, rauszufischern. Und okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich nehme an, ich war da rechts, weil das ausgefüllt ist. Hoffen wir es einfach mal. Und gehen hier mal weiter durch den guten, guten langen Gang. Schauen wir mal, was es hier gibt. Da, das gibt es. Ja, ach, sammel es doch ein, Alter. Mach ich hier Stuhltanz oder was? Nicht, dass da jetzt ein Gegner gekommen wäre. Ich wäre verreckt und ich hätte doch nicht gewusst, was es da gibt. Was es da gab. Und ich wäre da doch wieder hingegangen, weil ich dachte, es wäre das ultimative Objekt meiner Begierde. Ein Final Elixier oder irgendwie sowas in der Art. Was es aber dann nicht war. Wobei eine Heilperle auch jetzt nicht unbedingt so verkehrt ist, von daher. Also. Mazan war, glaube ich, etwas, was ich im besten Fall nicht machen soll. Ich könnte hier Media machen, das ist nicht schlecht. Immerhin sind zwei Verletzungen. Das ist, denke ich mal, ein netter, netter Deal. Und dann zapfen wir ihm mal ein wenig Lebensenergie ab. Den Totenschädel sollten wir, wie gesagt, ein wenig respektiv Feuer. Ich weiß nicht, ob er Schwäche, ob er. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Aber okay, da ist er geheilt, ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in die Luft jagt, ist deutlich geringer. Aber das ist ja auch nur mal ein Gegner, den wir haben, den wir schon eine Weile gesehen haben. Also können wir das vielleicht auch mittlerweile so ein bisschen überleben, nicht wahr? Der hier wird doch, denke ich mal, nicht weiter leben können, genau. Dann, ja, übergebe ich, glaube ich, mal für den guten Feueratem. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu viel Schaden. 99. Okay, gut. Wenn er sich jetzt in die Luft gejagt hätte, hätte ich sowas gesagt wie, ich glaube, der war kein Fan von 99 Luftballons. Ja, guck, 49, also so weit vom Tod war er anscheinend nicht entfernt. Aber glücklicherweise dann noch weit genug. Ich bin paralysiert. Wie legt sich das auf, okay, meinen Werdegang aus? Scheiße. Hoffentlich bin ich jetzt nicht anfällig für Kritze oder so. Ich meine, das ist ein bisschen Betäubung hier und da. Kann ich ja aushalten, aber so Vergeltung, jawohl. Au! 40, okay, aber ja, jetzt Media, aber Moment, sie ist, weiß ich nicht, eben auch betäubt, das sah so aus. Okay, Eisatem scheint noch durchgegangen zu sein, aber man trifft leider Gottes nicht so viel. Hm. Schwierig, 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 könnte man meinen, aber ich denke, ach, ich übergebe den Zug, weil der Feuer kann. Jetzt muss der Feueratem nur sitzen. Nein, was ist denn los mit den Kollegas hier? Okay, das könnte sehr, sehr tödlich enden. Was wird da eigentlich nochmal geschwächt? Meine Verteidigung? Es geht vom Schaden her. Aber so auf Dauer? Ja, ist okay. Wir haben es verstanden. Trafuri. Wenn ich kann, setze ich Trafuri ein. Das ist sonst zu unangenehm. Oder ich treffe jetzt mal hier was. Nee, kannst du vergessen. Das ist ein Cheater-Kampf hier. Und ach so. Bitte lass ihn ran, genau. Auf Wiedersehen. Das ist mir nix. Das ist mir nix. Das war wieder einer dieser Kämpfe von wegen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber es war sichtlich unangenehm. Von daher machen wir das mal so und werden mal schauen. Konnte nicht irgendjemand hier so ein bisschen Heilung? Nee, muss eine andere Heilung gewesen sein. Geht das nicht von alleine weg, hä? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich leg's weiter drauf an, du. Das ist mir zu blöd. Okay, Zufallskämpfe scheinen nicht schneller zu kommen. Das war wohl nur ein Zufall. Dann werden wir uns wohl mal. Ich werde sicherheitshalber da hinten nochmal hingehen, weil ich mich, wie gesagt, nicht so gut daran erinnern kann. Und dann schauen wir uns den anderen Kreis mal an.
Ja, hier gab es bestimmt eine. Oder? Eine Kiste? Nee, nee, es ist. Ah! Ja, ach so. Nee, wieso wurde das denn auf der Karte nicht angezeigt? Drei. Drei und immer noch betäubt, ja? Was waren mit denen? Ich glaube, die hatten Resistenz Feuer oder so. Ja, ist okay. Komm halt mal klar auf dein Leben. Jetzt mal ganz im Ernst. Sei mal nicht so. Ich übergebe. Muss MP sparen. Und dann machen wir mal einfach einen schönen Ausfall. 80 immerhin und dann einen auf Berserker. Ah, immerhin ein guter Kriddy. So, lass ab von deinem Kackzustand. Es hört nicht auf, ne? Aber er kann nicht gekrittet werden anscheinend. Das ist bitter. Das ist bitter, wenn der jetzt jemand gegenhaut, ne? So, ein weiterer Versuch. Neue Runde, neues Glück. Ich finde es ja in Ordnung, dass der nicht trifft, aber ich wäre halt schon mal dafür, dass der Zustand dann irgendwie weggeht. Aber das scheint wie Gift zu sein. Oh, ja. Vor allem, es passiert, ist euch schon mal aufgefallen, dass mir das immer passiert, wenn ich einen Zwischenspeicherstand mache. Damit ich dann sterbe und lade und mir so denke, upsi pupsi, da muss ich ja ganz, ganz viel neu spielen. Oh nein, oh no. Ja, hat man jetzt davon, ne? Ich finde das richtig mies. Das ist mir aber auch schon bei, oder war das bei Pokémon? Oder war das auch bei diesem Spiel hier? Dass gewisse Zustandsveränderungen. Ich glaube, es war der Schlafzustand bei Rubin. Der ist auch nicht mehr nach dem Kampf weggegangen. Das finde ich richtig dumm, ey. Und ich wage auch zu behaupten, dass wir hier schon öfter mal paralysiert wurden, aber das dann einfach von alleine weggegangen ist, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Tja, ne, ich, Moment, was? Ja, ja, klar, runter. Einfach runter da. Dann können wir uns die Karte mal anschauen. Jetzt, wird mich das Spiel wahrscheinlich wieder überraschen. Ist egal, du, ich, Moment, was? Was? Was ist das denn jetzt? Was passiert da jetzt? Mit dir wollte ich eigentlich gar nicht reden. Was gibt's denn, Raven? Mein Meister ruht sich gerade aus. Ich bin in meinen Gedanken immer bei dir, aber ich will nicht bei dir sein. Auch wenn diese Scheuseile eine unbeschreibliche Macht besitzen, habe ich volles Vertrauen in dich. Wirklich, Raven. Ich bin davon überzeugt, dass du alle Menora in das Amala-Labyrinth zurückbringen wirst. Ja. Genau. Moment, was habe ich jetzt falsch gemacht? Da hätte ich wahrscheinlich rein müssen, ne? Ja. Okay, genau. Da springen wir runter und haben mal wieder die Rutschpartie unseres Lebens und erfreuen uns dann an was auch immer ich nachspielen muss. Das ist natürlich logisch. Ne? Das ist übrigens gerade meine 11. Aufnahme heute und ich dachte mir, komm, zum Abschluss lasse ich mich schön, stürze ich schön mit Shin Megami Tensei ab. Also statt des guten Biers nach der Arbeit, dachte ich, mache ich mal das. Und es war ja klar, dass ich wieder direkt auf die Fresse kriege. Und man hat immer so diese Gedanken, man denkt sich so, ja, naja, man ist sich schon des Dummsinns bewusst, aber man macht es trotzdem, ja. Ich wusste, ich habe es die ganze Zeit gespürt, dass das eine verdammt behinderte Idee ist. Oder in dem Fall jetzt war. Die Paralyse nicht wegzukriegen, wenn ich weiß nicht, ob ich sie hätte wegkriegen können, ob ich da irgendeinen Gegenstand für hatte. Ich dachte mir so, okay, das ist jetzt aber, das ist nicht so viel, damit kann ich noch leben. Aber wahrscheinlich habe ich unterwegs, das sieht so nah aus, aber ich habe bestimmt 38 Milliarden Kämpfe bestimmt dazwischen gehabt. Ist ja auch gute XP, ne, die dann einfach mal so ein bisschen flöten gegangen ist. Aber ja, das ist verkraftbar. Hier rechts muss ich auch nochmal hin.
Das habe ich ja anscheinend dann am Ende der Folge gemacht. Okay, so. Dann versuchen wir es nochmal. Pro-Tipp, lass dich einfach nicht paralysieren. Wie klingt das? Gut, oder? Ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen. Und du kriegst mal eine schöne Schelle ab, so von Frau zu Frau. Von E-Girl zu E-Girl. Das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr faire Angelegenheit. Da kann mir niemand Sexismus oder so unterstellen. Oh, okay, na gut. Das habt ihr euch potenziell bei dem Jack Frosto abgeschaut oder andersrum, man weiß es nicht. Aber okay, mehr XP für mich und da ist der Totenschädel sogar draufgegangen. Hab ich gar nicht realisiert, dass ich ihm viel abgezogen habe. Glückstoß! Machst du einen schönen Konter für mich? Leider nicht, leider nicht. Ja, weil es keine Attacke war, die nur auf ihn ging, ne? Weil das eine Sache war, die auf alle ging. So, ja, wie gesagt, geldtechnisch können wir uns dann vielleicht bald dieses Unterstützungsmagatama leisten und dann hoffe ich mal, dass es ein bisschen lukrativer ist als der andere Shit. Grundsätzlich scheint meine Vermutung auch gar nicht aufzugehen, nur dass wir nach jedem Boss ein Magatama kriegen. Genau, einfach dasselbe nochmal. Hatten wir ja eben kein Problem. Da geht sogar der erste weg. Der kann keine Verstärkung mehr rufen, würde ich sagen. Und du bist auch schon ziemlich angeschlagen. Also verpiss du dich mal und dann versuche ich mal mit... Ah, wobei, nein, die reden ja nicht gerne, ne? Habe ich schon wieder vergessen, sorry. Weil Labyrinth und so weiter. Feuer 133, okay. Ist ein bisschen viel. Da haut's ihn auch aus den Latschen, aber... Er hat's überlebt, das ist das Wichtigste. Ach shit, ich hätte absorbieren sollen. Egal, auf Wiedersehen. Zum Dank gab's einen schönen Crit und Weihwasser. Oh nein. Wieso habe ich gerade so dieses dumme Gefühl, dass es genau das ist, was ich hätte einsetzen können? An die Stumm betäubt, okay, hatte ich. Und das Weihwasser ist gebunden, Schlaf, Panik. Betäubt. Wieso kann ich das einsetzen und das andere nicht? Also theoretisch brauche ich gar nichts von allem, aber aus unbekannten Gründen kann ich nur gewisse Sachen hier einsetzen, okay. Tja, scheiße, Leute. Wir hätten das tatsächlich überstehen können. Fuck. Na gut. Dann halt nicht. Hatte mein Handy jetzt eigentlich geklingelt? Ich bin schon wieder ein bisschen verwirrt. Nee, nee. Aber kurz davor. Kurz davor, alles gut. Was war das denn jetzt? Achso. Laden abgeschlossen, sagt er. What the fuck? Da schaue ich kurz aufs Handy und dann bringt ihr einfach nur Sushi um hier, oder was? Wow. Wie mich das Spiel einfach konsequent verarscht. Gut, dann kriegt der hier, kriegt die Alte ein paar Crits ab. Und dir zeige ich mal, was man so mit Totenschädeln damals im Piratenzeitalter gemacht hat. Man hat mit euch Schätze markiert. Eiskalt teilweise auf die 3D-Schatzkarte geklebt, wenn es eine gab. Und reinnehmen tun wir jetzt natürlich den Zweihorn. Geht auch nicht für nur Sushi zurück. Wer bin ich denn? Aber, warte mal, hat der wenigstens schon ein Level-Up? Ja, mindestens eins. Rakukaja. Das klingt doch nett. Ach so, scheiße, das war auf der anderen Seite. Glatt vergessen, Lean. Müssen wir jetzt nicht machen. Das war ja, glaube ich, nichts Wichtiges. Eine Heilperle oder so. Aber es geht ja darum, die gute alte Garde auszufüllen, nicht wahr? Von daher haben wir das jetzt auch mal wieder an der Stelle gemacht. Und schauen wir, was jetzt als nächstes für ein Kampf kommt. Das ist aber lange rot. Jetzt warte ich die ganze Zeit drauf und kriege einfach keinen Kampf. Okay, jetzt. Ah, warum ist es denn ein Hinterhalt? Jetzt geht es schon wieder los, hä? Ausweichtrefferrate. Das war das, was mir beim letzten Mal die Show vermasselt hat. Kombiniert mit Betäubung ist natürlich sehr, sehr bitter. Oh Gott, ey. Tja, lohnt sich das? Ehrlich gesagt nicht. Das ist zu hart. Das ist wirklich zu hart. Ich würde dann direkt mal übergeben. Hier mal im Kampf heilen, aber fernab von denen würde ich den Kampf dann verlassen. Das ist mir zu blöd. Also ich könnte das wieder reinwaschen mit Tsukukaja, aber ich denke nicht, dass sich das lohnt. Von daher
Ist jetzt tatsächlich, ist das nicht genau dieselbe Stelle, wo das jetzt passiert ist? Selbe Stelle, selbe Gegner. Der Unterschied war jetzt nur, dass Nozushi gestorben ist. Ne? Ansonsten war das genau dieselbe Kacksituation. Unfucking fassbar, ey. Ja. Wenn man sich schon mal so den ein oder anderen Speedrun angeschaut hat im Punkto Rollenspiele, da hat man dann auch leider feststellen müssen, beispielsweise bei Final Fantasy IX, dass es tatsächlich gewisse Standardpunkte gibt, wo dann auch gewisse Gegner kommen. Ja, das ist wirklich schlimm. Man denkt, das wäre ja alles zufällig, aber je nachdem. Gut, klar, ich meine, hier hast du dann unten diesen Indikator und so weiter. Klar, wenn du jetzt die ganze Zeit im Kreis läufst, dann kriegst du schon zufällige Zufallskämpfe, aber wenn du jetzt einfach nur den Weg abläufst und so, dann, ja, gibt es tatsächlich Spiele, wo sich dann herauskristallisiert, dass ein bestimmter Seed, wie man es gerne sagt, also ein bestimmter Code geladen wurde für diese Situation, für dieses Areal, für diesen Moment, und der wurde dann einfach abgelaufen, und ich finde, dieser Kampf hat das sehr, sehr schön bestätigt. Weil das kann ja kein, in dem Fall wirklich kein Zufall sein, dass das da passiert ist. Oh Gott, Makajam. Sah jetzt ein bisschen nach Hammer aus, war es aber nicht, oder? Ich glaube, das war irgendwas anderes. Aber ist das nicht dafür da, alle positiven Zustandsveränderungen zu entfernen? Ich hatte aber keine positiven. Gut, ich habe generell eine positive Einstellung, aber das ist ja eine andere Geschichte. Zen, Bofo, Sio, ich glaube Maragi. Ah, wobei die in der Mitte, ja, ja, ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Dementsprechend ist es natürlich wieder leider der Gegner dran. Aber wir haben auch Gegner, die Zen ganz gut abkommen. Oh Gott. Direkt mal eine Haieperle nehmen, ey. Da kenne ich nichts. Da wurde reingeböllert, Leute. Und ob auch in Zukunft noch andere Leute abgeböllert werden oder ob wir eine vor den Latz noch kriegen werden, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Shin Megami Tensei 3 Nocturne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.